Hallo, mal wieder unterwegs. Schönstes Winterwetter. Und ich dachte, ich guck mal noch mal rein ins Wieselgehege. Da hatte ich schon mal einen kleinen Film gemacht, da war mit dem Handy damals gefilmt. Vielleicht kriegen wir heute ein bisschen mehr drauf, mal gucken. Schauen wir mal. Heute habe ich allerdings nicht meine Wanderschuhe an. Letztes Mal hatte ich ja Glück und habe welche gesehen. Da standen sie da hinten auf der Wiese da hinten drin. Wiese ist was anderes. Kleinen Plan. Gut, gehen wir mal zum Eingang. Rot, da wollten wir eben rein. Ne? Faszinierend, was? Faszinierend. Ja, siehst du? Da steht doch schon der erste Bison rum, guck. Genießen, tauchen Sie in eine entschleunigte Welt und genießen Sie die Umgebung mit allen Sinnen. Wobei nicht so direkt was. Ja gut, hier sind ja genug gelaufen, deswegen kann man ja sagen, okay. Ja, schön winterlich. War der so eingezeichnet, der Weg hier? Ich meine, wird schon stimmen. Weil hier sind sie ja alle gelaufen bis jetzt. Na, kommt mal vielleicht dran vorbei, mal gucken. Ja, jetzt sind wir drin. Gucken wir mal. Aber wenn ich das sehe, sind da schon welche zu sehen da hinten. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Bereich hier auch, dass sie eingepfercht sind. Eingezäunt. Aber es gibt ja auch freie Lebende. Muss aber was antworten. Ist das nicht herrlich? Schön. Das Einzige ist nur wieder, wie immer, unvorbereitet ohne Handschuhe. Das gibt wieder kalte Finger. Einen Hut hatte ich mir heute wenigstens mal schon mal mitgenommen. Ja, sie hat schon ein paar Jährchen auf Puckel, der Kollege. Und ist vor allen Dingen beim letzten Sturm stehen geblieben. Glück gehabt. Ich sag nur kalte Finger. Wollen wir mal Handwechsel machen? Da. Jetzt kommen wir aber auf den Weg, den wir vorhin hätten runterkommen können von da oben. Da.
Nicht, dass wir uns hier noch die Gräten brechen hier. Arbeitsunfall. Da sind sie, die Jungs. Der europäische Verwandte des amerikanischen Bison. Na Junge, du bist ein bisschen schläfrig, hä? Fallen ja die Augen zu. Oben steht noch mehr. Du bist kleiner. Dein Horn ist ein bisschen schief gewachsen da, Kollege. Da ist ein Stroh drauf, deswegen knackt er. Ja. Ja, schiefe Hörner hast du. Ja. Guck nicht so grimmig. Ein spannender Weg. Aha. Aber scheinbar sind wir richtig. Interessant hier im Winter zu laufen. Nicht, dass es zusammenbricht. Da kommt der Kollege. Da guckst du, gell, Kollege. Indianer würden sich freuen jetzt. Ja. Kommt die Family. Genau, geh weiter. Was ist jetzt? Bist du müde?
kleiner. Ne? Mhm. Ja, die hauen sich die Bäume rein. Also. Okay. 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 Kälte sind die das auch gewohnt, scheint so. Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, da können die schon gut ab. Die kommen ja aus den Nordamerikanern. Auch nicht die hier nicht. Aber die so aus Polen. Da gibt es noch viele in Polen, auf Freiwillig. Interessanter Weg hier, schön. Das hat mich in dieses kleine Gehege rumgeführt, ne? Ja, weiß ich gar nicht. Könnte sein, ja? Das waren ja welche von dem Gehege da. Welche? Die da, ja, ja, klar. Ja, ja. Ich glaube, dass die hier rumlaufen. Weil das Gehege geht ja. Das ist irgendwo nicht reingezäunt, siehst du die Zäune? Ja. Ja. Würden sie dich vielleicht platt machen? Ja, wer weiß. Wobei die wahrscheinlich die Menschen mittlerweile kennen, aber da sind auch zwei. Ja, das sind die, wir standen ja vorhin da hinten. Ja. Brücke, deswegen wird geteilt. Da auch noch. Ja, ja. Und ich glaube eher, der Weg geht jetzt so um das nochmal rum und dann kommst du da unten wieder raus. Ja, gefällt mir gut. Nicht, dass hier 10 Kilometer Rundweg ist oder so? Oh, kann schon sein, wer weiß. Na gut, dann ist das so. Wenn nicht, machen wir oben am höchsten Punkt. Mal gucken, wie das aussieht. Oh, hier hat man schöne Aussichten. Gut, Sonne im Gesicht, super. Ja, jetzt ist hier ein bisschen klettern noch gleich wieder was. Hier geht's ganz schön runter. Oho. Da hat auch irgendwas rumgewühlt da unten. Wir werden es nicht rauskriegen. Ja, vielleicht treffen wir die Kollegen ja gleich nochmal wieder auf der anderen Seite vom Gehege. Da geht es ganz schön runter rein. Bitte? Ein Hase. Wahrscheinlich Hase. Also das zumindest war. Ja. Das hier, ne? Ja. Ja. Da hat er rumgeschaut oder was? Keine Ahnung. Gemacht hat, sieht so aus, ne? Ja. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Steinbastion. Aha. Jetzt geht's da weiter. Okay. Da siehst du, wo da Wege sind. Da hinten noch überall.
Ja, das geht da hinten und da unten runter im Tal, glaube ich, geht er noch wieder hoch. Also jetzt dann mal hier lang, da. Dann hinten rum, wie weit wissen wir nicht. Und dann in dem Tal da vor den hohen Bäumen, da und im Tal, da geht es ja wieder zurück. Tja, und da stehen auch welche. Meine Kollegen. Serpentinenartig geht es jetzt hier abwärts. Ja, war schneller unten. Allerdings hätte ich mir dann unterwegs aber schon dreimal die Gräten gebraucht. Nicht so ganz ohne hier. Die Kurve haben wir gerade so gekriegt. Naja, geht noch ganz schön runter hier. Mal in die Hecke. Ja. Geht doch ordentlich runter hier. Wer weiß, bis wo uns das noch führt. Ich hoffe nicht so weit. Obwohl da unten ist das Gelände noch runter. Da ist der Zaun. Ich denke mal, bis dahin wird es noch hingehen. Ja gut, ist jetzt so wie es ist. Wollten wir so haben. Ja. Schön ist, Spaß macht's. Einfach zu laufen. Ah, jetzt macht es hier so einen kleinen Schlenker. Da geht's hoch oder wir sind runter. Geht's jetzt da weiter, weil da so ein Holzding steht? Wir gehen mal hier, wo die meisten gelaufen sind, sag ich mal. Oh, das ist schlechter. Ach, das ist schlecht. Scharfe Kante, oder was? Ja, ich hab schon mal versucht zu teilen, aber ich glaube, das ist nicht. Ich glaube, der Weg ging, glaube ich, schon darunter. Ich habe es nicht umsonst darunter gemacht. Ja, aber die sind ja alle hier gelaufen. Und da war nicht so viel. Vielleicht sind sie jetzt dann da weiter. Am Zaun lang. Weil da unten steht auch einer, siehst du? Da neben dem Baum. Wahrscheinlich gehen wir ja so ein Markierungspfahl für den Weg. Wir haben uns ein bisschen verfranst. Aber ich glaube, das kann schon gehen. Da knirscht der Schnee schön unter die Füße. Wunderbar. Naja, trotz, sind wir mitten der Woche, eigentlich keine Ferienzeit, sind immer irgendwelche Leute unterwegs. Texas Trading, hier ist man gefährlich eingezäunt. Daher, wenn du dich nicht meldest.
Ups, da stehen wir doch glatt auf dem Kopf. Das müssen wir ändern. Jetzt soll es wieder stimmen. Okay, ein kleiner Spaß am Rande. Im tiefen Schnee. Man hat eine Schneebahn gebaut da hinten, guck. Ich denke mal schon, ja. Ist mir auch recht so. Ich sag mal im Sommer da hoch, kein Problem, aber jetzt im Schnee hier. Obwohl, da geht's aufwärts, so wie es aussieht. Vielleicht der Pfeil jedenfalls hoch da. Ja, so ein paar sind da schon gelaufen. Wollen wir die Bergetappe nehmen oder nehmen wir die Flachetappe? Schön. Können wir machen. Was hat die Gräben bei? Nur mal den komischen, den Herrn Schneemann hier. Ah ja. Jetzt Schneefrau. Ist sogar eine Schneefrau. So, wir hatten uns jetzt für die Bergetappe entschieden. Stand da unten dran. Ja, ein bisschen anstrengend, aber geht. Wir schaffen das, wie Frau Merkel schon sagte. Der Gipfel ist auch gleich erklommen. Majestätischer Felsen steht da oben. Hey, das ist ja mal. Dann haben wir ja richtig was erklommen. Gar nicht schlecht. Die Bergetappe ist geschafft. Der majestätische Felsen erklommen. Ja, Freunde, das macht uns erstmal nach. Yes, wir haben es geschafft. Super. Aber macht Spaß. Schon cool. Was natürlich sehr gut ist, wieder wie immer, die Ruhe. Wenn da nicht gerade ein Flugzeug vorbeifliegen würde. Ich glaube, in dem anderen Filmchen habe ich dann auch gesagt, herrliche Ruhe, und da flog auch gerade einer vorbei. Vielleicht fällt einem dann in dem Moment erst auf, dass eigentlich ruhig ist, wenn so ein Ding vorbeifliegt. Das könnte sein. Da ist der Weg eigentlich, hä? Oder ach nee, da kommt man wahrscheinlich, das ist die Flachetappe, dann kommst du von da unten hoch. Um das Ding drumherum wärst du da hochgekommen. Dann haben wir also alles richtig gemacht. Den kürzeren Weg genommen. Weil da hinten ist der Weg, da müssen wir glaube ich dann hin, da kommen wir bestimmt drauf. Ja, wenn das, wenn man auf den Weg kommt halt. Da sind sie noch, da stehen sie. Da haben sie bestimmt so einen Futterplatz angelegt, so ein bisschen Stroh oder sowas. So dazwischendurch, da stehen sie. Leider habe ich keinen Zoom, Freunde. Tut mir leid. Ich glaube, diese Fläche hier, die ist auch deshalb so kahl. Weil vor, jetzt ist ja mittlerweile 11 Jahre her, ne? Da war doch schon mal so ein Sturm hier. Xavier oder was weiß ich, wie der hieß. Der hat ja, glaube ich, damals alles niedergemacht. Davon ist dann noch der Rest hier, wie man sieht. Und dann ein, zwei neue, die dazwischen liegen, da hinten. Hieß der Xavier? Das weiß ich. Jetzt habe ich jetzt Schnee in die Schuhe. Hat mir jetzt die Abkürzung da. Über? Gut eingezahlt. Ja. Nee, der hat welche freigelassen, tatsächlich. Die stehen dann hier vielleicht ein Stück vor dir. Ja, genau. Also 7 Stück hat er wirklich freigelassen. Richtig ausgebildet. Und das sind mittlerweile schon mehr. Eins haben sie jetzt irgendwo tot gefunden gehabt. Hier, die 3 Tierchen, okay, die werden sich hoffentlich vermehren. So wie sich das gehört. Wenn die da mal so ein Bäumchen anfressen, oder 2, meine Güte. Was soll das, ey?
sozusagen viel kaputt mit uns. Ja, genau, wir machen viel mehr kaputt. Genauso der Zirkus mit dem Wolf. Da regen die sich auf, ey. Wird mal so ein Schaf gerissen, da wird das gemeldet, da kriegt er das ersetzt und gut ist. Die Märchenerzähler da, die dann erzählen, dass die Leute angreifen, weil sie so dicht an die Dörfer kommen, man müsste Angst um ihre Kinder haben. Ein Schwachsinn. Ja, sehr. Ja, genau. Aber dann immer sowas wird ja berichtet, ne? Macht sich besser. War aber nicht so eingezeichnet. Ja. Wir nehmen jetzt den. Ach, den Weg kannst du ja nicht nehmen, weil sie die Tore zugemacht haben. Dann sind wir angeschmiert, müssen wir tatsächlich so lang laufen. Mal so einen richtigen reißenden Bach. Ah, jetzt kommen wir zur Talquerung. Okay. Siehst du? Ja, Leute. Gerade so gerettet, ja. Die Talquerung und Bachquerung. Mal sehen, ob wir hier nicht auch noch reinstürzen jetzt. Ja. Hier sind welche Forellen. Yes, geschafft. Schickst du deiner Frau gleich nach Hause? Ja, hab ich schon. Achso. Ich bin noch 20% Akku. Ja gut, aber so ganz so weit ist der jetzt auch nicht mehr. Auch interessante Wuchsform hier. Von Kollegen. Schaukelmäßig nach unten und dann geht's wieder auf. Alles zur Sonne ausgerichtet. Ja. Aber hat eine Zeit lang gebraucht. Hat erstmal so ein Stück runter, ne? Erstmal so einen Bogen. Ja, dann hoch, und dann wieder hoch. Aber auch Monster-Äste hier unten, ne? Cool. Ja. Interessant ist. Ja, jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt sind wir gleich wieder zurück. Ah, hier. Specht. Ein Specht. Bist du ein Specht? Wird man sowieso nicht erkennen können da oben. Da sitzt er drauf, da. Also von hinten hat er rote Federn gehabt, so Buntspecht oder sowas. Ja, so ein bisschen wärmt die Sonne schon, ne? Irgendjemand verewigt. Herzchen. Herzchen. Muss natürlich. Ja, jetzt sieht es besser aus. So, wer schon mal ein paar Videos geguckt hat bei mir auf dem Kanal, mag ja sein, dass sowas schon mal vorgekommen ist. Da gibt es schon mal so ein kleines Video, habe ich mit dem Handy gemacht. Habe ich es, glaube ich, vorhin am Anfang schon mal erwähnt. Da bin ich bis hierhin gekommen, habe hier gestanden und habe hier mal angefangen, ein bisschen was zu drehen. Eigentlich die gleiche Stelle.
Ja, jetzt habt ihr dann mal einen kompletten Rundgang. Bis auf die kleine Abkürzung über den Bergpfad. Aber das musste sein. Und wir hatten, wenn es mal natürlich Sommer. Ja. Ganz schön hoch. Freut sich der Waldbauer, wenn er irgendwann mal schlagen darf. Wenn er hier schlagen darf. Ausgang, okay. Aber jetzt gucken wir uns noch schnell mal dieses Gestell da an. Ein paar Sonnenliegen oder sowas, bevor wir den Ausgang nehmen. Nutzung der Schaukel auf eigene Gefahr, Kinder unter 14 Jahren, nur unter Aufsicht. Papa, kannst du mal auf mich aufpassen? Wenn ich mich jetzt hier reinlege, wenn ich jetzt hier in das Ding reinlege, dann komme ich bestimmt nicht mehr raus. Ja. Cool. So, jetzt muss ich nur noch eine anschieben hier. Wonderful. Ja, Freunde, da wo ich gerade so hier rumliege, mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gebt mir mal einen Daumen hoch. Auch gerne ein Abo, dann verpasst ihr weiterhin nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwo in Deutschland. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss, euer Micha. Ah, die Sonne genießen. Und das ist das, was ich jetzt sehe. Also mal gucken, ob ich wieder aus der gemütlichen Position rauskomme. Ja, 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 ja. Okay.